Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja, hallo, hier ist Roland. Ich wollte mal fragen, was in meinem gelben Päckchen drin, blauen, ich komme immer mit den Farben durcheinander, in meinem blauen Päckchen bitte drin ist, das habe ich ja scheinbar was gewonnen. Ja, okay. Also dann müssen wir mal ganz von vorne anfangen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die Nummer stimmt. Ich dachte, das ist irgend so eine Verarsche. Ey, das gibt's ja nicht. Ich habe was gewonnen. Ja, ist so so. Ja, 90% der Fälle ist das doch, da kommt irgendeine Ansage. Bitte, wenn Sie was gewinnen möchten, bitte nennen Sie jetzt Ihre Kontonummer. Das ist einfach so, oder nicht? Ja, das kann schon sein. Ich kann es nicht genau sagen. Aber Sie haben ja auf jeden Fall was gewonnen, ja? Die Farbe haben Sie mir schon genannt, blau. Ja. Und damit ich da gleich mal reinschauen kann mit Ihnen gemeinsam, was in dem blauen Päckchen drin ist, benötige ich mal bitte ein paar persönliche Angaben von Ihnen. Aha, was denn? Und zwar verraten Sie mir mal bitte Ihren Vornamen. Roland. Roland. Jawohl. Und der Nachname? Gewitterbock. Gewitter und dann? Bock wie der Ziegenbock. Okay, alles klar. Wird aber alles zusammengeschrieben, nicht mit Bindestrich. Nee, nee, also so einen Doppelnamen würde ich mir nicht zu, hacke ich mir lieber die Zunge ab. Ist ja. Ja, das ist so, weil da gehst du bei Netto, ist ja mein Lieblingsladen, einkaufen. Und ja, da sitzt da Frau Geröllheimer Berchtesgadener. Und die haben erstmal drei Leute, die das Namensschild für die festhalten, Alter. Das ist einfach so. Das ist doch schrecklich. Bitte? Solche Doppelnamen, Alter, das ist doch zum Weglaufen. Ihre Postleitzahl? Nochmal? Die Postleitzahl. Ach so, 25813. Und die Straße? Ja, Schulstraße. So. 99 Cäsar. Bitte? Die Hausnummer ist 99 Cäsar. Okay, das hätte ich gleich noch gefragt. Ach so. So, alles gut. Ich bin das so gewohnt, ne? Dass du das halt alles zusammen sagst, ne? Der Computer sagt, das Ganze ist in Husum. Ist das richtig? Ja, da wohne ich. Das ist mein Heimathafen. Jawohl, so. Und für die Gewinnberechtigung mal bitte noch Ihr Geburtsdatum? Klar, das ist der 9. September. 68. Gut, volljährig sind Sie auch. Ja, schon ein bisschen länger, das ist einfach so. Aber ohne Scheiß, ich habe noch bis Ende 20, wenn ich den Bart nicht stehen gelassen habe, ne? Die wollten immer einen Ausweis von mir sehen, wenn ich mir meinen Schnaps gekauft habe. Ja, naja, manche Leute halten sich gut, ja? Ich habe es als Kompliment genommen. War nur blöde, wenn man das Ding da wirklich mal nicht dabei hatte. Das stimmt allerdings. Okay. Aber was willst du machen, ne? Man ist, kann sich nicht gegen alles auf der Welt wappnen. Nee, das stimmt allerdings. Und Herr Gewitterbock, haben Sie denn mal da noch für mich eine Telefonnummer? Ja, klar, klar. Das ist 04841. Jawohl. 765347. Vielen Dank. Ach, da kommt noch eine 7. Okay, gut. Das dann ist meine Glückszahl, darum betone ich die immer. Okay. Ja, das darf ja nichts Alltägliches werden. Sonst verlässt mich der Klabautermann. Okay. Gut. Ich bin christlicher Seefahrer, das ist einfach so. Okay, dann schauen wir jetzt mal, was Sie Schönes gewonnen haben. Ja? Und zwar ist in Ihrem blauen Päckchen, wir schauen mal, Sie gehören tatsächlich zu den Glücklichen, die einen Reisegutschein im Wert von 3x100 € für ausgewählte Fernreisen und Fluss- und Kreuzfahrten und Partners. Oi. Ja, das ist doch geil. Ich dachte jetzt, das war so ein, Sie freuen sich nicht. Aber hallo, gibt es Leute, die sich darüber nicht freuen? Ja, zum Beispiel, wenn sie selber nicht mehr verreisen können. Ja, das weiß man ja vorher nicht, wenn man diese epischen Gewinnmitteilungen verschickt. Ne? Man ruft ja nicht vorher beim Gesundheitsamt an und fragt, ob die Leute geschäfts- und reisefähig sind.
Genau so sieht es nämlich aus, ja. Und wie gesagt, das ist für ausgewählte Fernreisen und Fluss- und Kreuzfahrten unseres Partners Trentus Touristik. Und damit dürfen Sie sich dann auch selber aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen und bekommen dann bis zu 300 Euro auf den Reisewert gutgeschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das ist ja sowas von rattenstark. Das freut mich, wenn Sie sich freuen. Der Gutschein, der wird Ihnen per Post selbstverständlich zugeschickt. Der ist in circa 4 Wochen bei Ihnen und dann wünsche ich Ihnen damit ganz viel Freude. Darauf habe ich jetzt erstmal Schnaps gebraucht. Dankeschön. Und dann, Herr Gewitterbock, habe ich mal noch eine gute Nachricht für Sie. Noch eine? Denn mit Ihrem Anruf heute hatten Sie quasi doppeltes Glück. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Denn ich darf hier heute nämlich mal aufgrund der hohen Nachfrage nochmal die 180 schnellsten Anrufer einladen zu unserer Extra-Bonusrunde Premium-Tipp 49 Pro. Wo sind Sie denn? Wo ich sitze, also wo ich gerade persönlich tatsächlich bin? Ja, ja. In Magdeburg. Was aber arg weiß von uns. Ja. Was gibt's denn da bei dem Sit-In dann? Bei uns, was es hier so Schönes gibt? Ja, nee, Sie haben doch gesagt, Sie laden mich ein zu sich. Nein, in unsere Bonusrunde, Herr Gewitterbock. Ach so. Ja, ich darf Sie einladen zu unserer Bonusrunde Premium-Tipp 49 Pro. Und das Besondere an dieser Bonusrunde ist, dass Sie dort in einer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern um den großen Lotto-Jackpot spielen. Und das, Herr Gewitterbock, erhöht natürlich Ihre Gewinnchancen enorm, weil Sie da eben nicht mit mehreren Millionen zusammenspielen. Und wir schicken Sie dann da auch nicht nur mit ein oder zwei Tipps pro Ziehung ins Rennen, sondern mit sage und schreibe 119 Tipps pro Ziehung. Das heißt, Sie spielen hier bei uns jeden Mittwoch und Samstag mit jeweils 10 ausgefüllten Scheinen, verpassen so natürlich auch keine einzige Ziehung und Spiel 77 und Super 6 sind da auch immer 10-mal für Sie mit angekreuzt. Und auch hier gibt es noch eine Besonderheit, denn beim Spiel 77 und Super 6 haben Sie, Herr Gewitterbock, eine doppelte Treffergarantie. Was ist das denn? Das sage ich Ihnen. Das bedeutet, dass Sie hier mit uns mindestens 4 Treffer pro Woche landen und das wird Ihnen garantiert. Von wem? Von uns. Das bekommen Sie auch noch schriftlich und um dann natürlich Ihre Gewinnchancen noch mehr zu erhöhen, erhalten Sie zusätzlich auch noch ein Extra-Tippfeld für jeden Samstag mit Ihren ganz persönlichen Glückszahlen und um das Lotto noch ein bisschen abzurunden, sammeln Sie hier mit uns auch noch wertvolle Bonuspunkte, die Sie dann ganz einfach und ohne Zuzahlung in tolle Präsente eintauschen können. Auch noch? Ich glaube, du bist schneller fertig, wenn du aufzählst, was das nicht gibt. Das ist ja bombastisch, ey. Das ist einfach so. Und mit da brauche ich gleich erstmal noch einen Drink, warte mal eben. Das ist ja heute ein besonderer Tag. Ich kann ja trinken, ich kann ja trotzdem weiter erzählen. Ja, das stört mich nicht. Das ist immer so eher so die Rolle, wenn wir dann in der Kajüte alle zusammensitzen. Ne? Die spinnen alle ihren Seemannsgarn und ich sitze mit meinem Entermesser in der Ecke, denk mir meinen Teil und sorge dafür, dass der ganze gute Schnaps nicht schlecht wird. Das ist richtig und wichtig. Das ist A richtig und B falsch. Naja, das kann man sehen, wie man möchte, wenn man es nicht übertreibt und das Ganze nicht täglich ist. Nein, also wir gehen ja nicht allzu oft auf große Kaperfahrt, ne? Das ist einfach. Ich sag, wir hatten auch mal einen Kapitän, der hat uns eine doppelte Treffergarantie versprochen. Damit war Handelsschiff und Prise gemeint, aber er hat nichts von beidem hingekriegt. Dann haben wir ihn abgewählt, den alten Bock. Bei uns haben Sie auf jeden Fall noch... nicht haben Sie, sondern nehmen Sie auch noch mit Ihren persönlichen Glückszahlen täglich am Rentenlotto teil. Und da haben Sie dann die Chance auf eine Sofortrente. Aber was war das? Entenlotto? Rentenlotto. Ich dachte ja schon, jetzt wird's kritisch, Alter. Sie haben eine Ente gewonnen, bitte freuen Sie sich jetzt. Alter, ey, das ist der beste Moment des Tages hier, dieser Anruf. Es ist einfach so.
Und wenn Sie die Nein, Rollen Bruder, ich haben. meine das ernst. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich wusste gar nicht, wo ich bin. Alter. Aber jetzt wissen Sie, wo Sie sind. Ja, ich hab entschieden, zwischendurch die Augen aufzumachen, weil dann ist quasi die Wahrnehmung, wo man sich befindet, deutlich einfacher als mit geschlossenen. Ich dachte erst, ich krieg das aus Erinnerung irgendwie hin, aber da war Fehlanzeige. Ich weiß, dass wir waren länger unterwegs, wir haben Rudis goldene Luga gesucht, wir haben die aber nicht gefunden und dann sind wir halt eingekehrt in der Matrosenmission. Das ist einfach so. Ja, manchmal gibt es solche Tage. Ja, das ist er. Die hatten Rudis Luga aber auch nicht gefunden. Tja. Das ist wahrscheinlich im Endeffekt wie die Suche nach dem goldenen Vlies und nach dem Heiligen Gral. Das wird ein großer Mythos bleiben. Und noch in 200 Jahren, wenn die ganzen Ehrenhader schon über die Planke gegangen sind, werden irgendwelche Leute Rudis goldene Luga suchen. Tja, vielleicht hat er doch irgendwann mal mehr Glück und findet's. Das wäre ja nicht verkehrt. Weil das ist halt schon so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich glaube, darum lasse ich es auch lieber, weil in einer Gegenwart einer Dame soll man ja nicht ausfällig werden. Also, ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, um jetzt mal noch mal kurz zum Thema zurückzukommen, dass Sie hier die Chance dann haben auf eine Sofortrente in Höhe von 5.555 Euro. Und die, Herr Gewitterbock, die bekommen Sie dann tatsächlich, wenn Sie die gewonnen haben, 20 Jahre lang jeden Monat. So lang? Genau. Und die wäre sogar, was ich jetzt natürlich nicht glaube oder wovon wir auch nicht ausgehen wollen, vererbbar oder übertragbar. Und das Ganze, Herr Gewitterbock, das geht hier bei uns zunächst 3 Monate. Und jetzt fragen Sie sich sicherlich auch, was setzt man dafür ein? Ja, das ist halt auch immer gefährlich, ne? Weil irgendwann, weiß man, der klapprige Klabautermann kommt hier irgendwann jeden Mal holen, ne? Und dann ist das schon nicht verkehrt, wenn der Quartiermeister hinterher dann noch die Kohle kriegt, ne? Genau. Also wie gesagt, die ist übertragbar und vererbbar. Ja, das ist gar kein Problem. Wenn sie die gewonnen haben, wird die definitiv 20 Jahre gezahlt, ohne Wenn und Aber. Wer zahlt das denn aus? Das bekommen sie dann direkt von der Rentenlotterie. Ja, und wer macht das? Wie, wer macht das? Naja, welche Institution, Firma, Reederei oder wer betreibt das? Also das Ganze, das läuft jetzt hier über uns, über die GFKM. Das steht ja bei Ihnen auch auf Ihrem Schein drauf. Und das ist die Gesellschaft für Kooperationsmarketing. Ja, das steht auch auf Ihrem Schein drauf. Das müssten Sie da eigentlich mit nachlesen können. Also ich dachte, das ist nochmal von einem anderen irgendwie. Nee, das kommt hier von uns direkt vom Gewinnspielservice. Und das Ganze, das läuft hier bei uns zunächst 3 Monate. Und jetzt fragen Sie sich sicherlich, was setzt man dafür ein? Und das sage ich Ihnen natürlich. Segel setzen, das ist einfach so. Wie ist das eigentlich? Ich habe ja jetzt eine Reise, ne? Gibt es da eigentlich auch eine Reiserücktrittsversicherung für? Das können Sie in Ihren Unterlagen alles nachlesen. Denn man darf sich ja auch mit dem Gutschein aussuchen, wann das Ganze stattfinden soll. Das heißt, es ist ja auch im nächsten Jahr noch möglich. Und da haben Sie dann also noch genügend Zeit, sich wirklich ausgiebig darüber zu informieren. Ja, aber wer weiß, ob es die Welt nächstes Jahr überhaupt noch gibt. Alter, das muss jetzt ja was passieren, solange das noch da ist. Ne? Wenn ich tot bin, kann ich nicht mehr feiern. Das stimmt allerdings. Aber Sie können ja auch, sobald Sie den Gutschein haben oder auch schon vorher, einfach mal bei Trenntours Touristik nachfragen. Können Sie ja sagen, Sie haben Gutschein gewonnen. Ja. Wie sieht es da eigentlich aus, wenn ich den einlösen möchte, habe ich da auch eine Rücktrittsversicherung? Das ist, weil bis nach Kuba ist das ja ein Stück, ne? Und wenn da irgendwas ist, ne, das ist ja, da will man ja nicht, will ja nicht verantwortlich sein für, ne? Genau, da fragen Sie einfach mal nach. Warst du schon mal in Kuba, Chantal? Nein, ich heiße nicht Chantal. Dann habe ich da was verwechselt. Das tut mir ganz herzlich leid. Kein Problem. Ey, das ist jetzt gerade ziemlich peinlich. Alles gut, Herr Gewitterbock. Wir machen jetzt hier mal noch kurz weiter, denn ich wollte Ihnen sagen, was man dafür einsetzt. Das sind hier nämlich bei uns pro Ziehung nur 2,41 Euro. Und das komplette Sparpaket, das erhalten Sie hier bei uns zu einem Vorteilspreis von nur 59,50 Euro im Monat. Und zwar auch völlig unabhängig davon, ob der Monat jetzt 4 oder sogar 5 Wochen hat. Wann hat der Monat denn 5 Wochen? Da ist doch...
Arbeitet ihr mit dem Aztekenkalender oder was ist da los? Herr Gewitterbock, im Juni zum Beispiel oder Juli waren es tatsächlich 5 Wochen. Das muss ich jetzt direkt überprüfen. Das können Sie gerne machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, 3 Monate sind ja hier überschaubar. Sie haben es in diese tolle Bonusrunde geschafft. Nutzen Sie mal diese Chance hier und greifen mal nach dem Glück und nennen mir doch mal aus dem Bauch heraus 6 schöne Glückszahlen von 1 bis 49. Dann muss ich jetzt tatsächlich einmal kurz, ich habe ja hier meinen Sextanten, ne, muss ich einmal kurz meine aktuellen Koordinaten bestimmen. Und dann nehme ich die einfach. Alter, das hat mich bisher im Leben immer weitergebracht. Okay. Ich will nur gerade mal gucken. Oh, ich höre die Frau im Hintergrund. Die hat eine komische Stimme. Also 19. Ja. Hier. Hm. 30. Jawohl. Machst du 40? Ja. 31? Hm. Und 6. Das sind die Koordinaten vom Bermuda-Dreieck. Das ist einfach so. Okay. Und, ja gut, aufschreiben brauchen Sie sich die ja nicht. Wir haben sie ja. Wir haben das 2-mal umfahren. Umfahren oder durchfahren? Na, umfahren, dran vorbei, weil durch ist ja ein bisschen... Alter, nein, man kann doch nicht durchs Bermuda-Dreieck fahren. Naja, ich weiß nicht, aber ich glaube, mich würde es reizen, ob die Geschichten darüber stimmen und würde es probieren. Na, wenn ich nicht wiederkomme, komme ich nicht wieder. Das sage ich. Ich sage immer zu meiner Katze, zu meiner Schildkröte und zu meiner buckligen Verwandtschaft, wenn wir in See stechen, sage ich immer, wenn ich nicht wiederkomme, rächt meinen Tod. Und das ist einfach so. Naja, aber ob das bei einer Schildkröte funktioniert? Ey, das Viech wird länger leben als ich. Und wahrscheinlich auch länger als meine versoffene Verwandtschaft. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass Betsy meinem Namen dann die Ehre bereitet. Okay. Das ist eine Galapagos-Zwergotter-Schildkröte. Ah ja, okay. Die habe ich durch den Zoll gekriegt. Das ist einfach so vor 17 Jahren. Und die werden bis zu 100 Jahre alt, die Missviecher. Nein, das habe ich nicht gesagt. Betsy, ich liebe dich doch. Und Herr Gewitterbock, die Zahlen, die haben Sie ja auf dem Zettel stehen, aber Sie dürfen sich gerne mal meinen Namen notieren, damit Sie auch wissen, mit wem Sie hier heute gesprochen haben. Also Chantal haben wir ja schon mal ausgeschlossen. Genau, mein Vorname lautet nämlich Nancy. Oh, kennst du das Piratenlied von der Nancy? Nein. Ja komm, dann singen wir jetzt zusammen. An der Nordseeküste, am Piratenstrand. Sag bloß, du kennst den Text nicht. Nein, kenn ich nicht. Was ist denn das? So was will auf meinem Schiff anheuern, oder was? Und der Nachname ist Nettelmann. Netter Mann, das bin ich. Das ist einfach Nettelmann. So. Nettelmann. Ja, muss ich das alles rauscutten, ey. Ich hab doch meinen Säbel dabei. So, und alles, was wir hier am Telefon besprochen haben, Herr Gewitterbock, das bekommen Sie selbstverständlich auch schriftlich bestätigt? Das ist ja nicht verkehrt, weil ich bin so tierisch besoffen, ich weiß in 10 Minuten eh nichts mehr davon. Sie bekommen alles schriftlich bestätigt, da steht alles nochmal drin, ja, und der Betrag von insgesamt 59,50 Euro für beide Premium-Produkte, der wird immer zum Monatsende, also kurz vor Spielbeginn, von Ihrem Girokonto eingezahlt. Damit macht du! Mir so schlecht. Hier, mach mal weiter. Hallo? Ja, mit wem spreche ich denn jetzt? Hier ist Rackisch, wer bist du? Alter Mann. Hallo? Ja, also ich würde dann jetzt das Gespräch da? Hier beenden. Hallo? Machen Sie es gut. Wer ist da? Was soll ich machen? Hallo? Mit dem Englisch? Das beste Weg, um diese Gespräche zu beenden. Du sagst noch ausgesprochen. Ich bin so tierisch besoffen, ich weiß in 10 Minuten eh nichts mehr. Bam, das Geld wird von Ihrem Konto abgebucht. Elite Premium Service AG, scheiß Betrügerpack.